Komposter. Verwendung für den Heimgebrauch. Mit Hilfe eines Komposters lässt sich schnell und einfach aus Küchen- und Gartenabfällen wertvolle Humuserde herstellen. Für einen guten Kompost sollten Sie unterschiedliche Materialien Schicht für Schicht in den Kompostbehälter geben. Beginnen Sie mit einem groben, luftdurchlässigen Material, wie zum Beispiel trockenem Geäst, das eine Sauerstoffzufuhr von unten ermöglicht und überschüssiges Wasser abfließen lässt. Verwenden Sie grundsätzlich nur organische Abfälle für Ihren Kompost, wie Laub, Geäst, Rasenschnitt, Obst- und Gemüsereste, zerkleinerte Eierschalen sowie Kaffee- und Teerückstände. Tragen Sie möglichst verschiedenartige Materialien in dünnen Schichten auf. Ein handelsüblicher Kompostbeschleuniger oder die Zugabe von fertiger Komposterde können den Zersetzungsprozess unterstützen. Auch Kleinstlebewesen und Mikroorganismen beschleunigen die Verrottung. Diese gelangen durch den Boden in den Kompostbehälter. Platzieren Sie Ihren Komposter daher nie auf Beton, sondern immer mit direktem Kontakt zur Erde. Bis der Rotteprozess vollständig abgeschlossen ist, kann es, je nach verwendeten Materialien, bis zu einem Jahr dauern.